Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Replays. Heute hier wieder in einem ZVZ, wie schon in der letzten Folge. Und wir haben heute eine Partie aus der Silberliga. Links oben in Rot gespawnt ist auf jeden Fall Chombraxis. Oder Braxis. War, glaube ich, ein Planet aus der Kampagne, wenn ich nicht alles täuscht. Der Planet, der hier sogar mit dem Extraktor-Trick startet, trotzdem keinen Overlord gebaut hat. Also das war jetzt auch ein leicht Fail beim Extraktor-Trick. Bei Snowblock dagegen hier der Overlord schon gebaut. Aber wir dürfen ihn nicht vergessen, einfach vorzustellen. Rechts unten in... Ne, links unten ist das, ne? Ne, rechts unten. Ich war jetzt von der verdrehten Kamera verwirrt. In Blau gespawnt als der Snowblock. Ganze, wie gesagt, gespielt in der Silberliga, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke mal ganz schnell nach, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Aber das stimmt, Silberliga ist hier am Start. Wir sehen Pool und Gas bei Snowblock, also das safe Opening. Aber auch bei Chombraxis sehen wir das Ganze. Beide wollen also nicht eine allzu frühe Hatchery riskieren und dann möglicherweise gegen den frühen Ling-All-In sterben. Sehen wir allerdings von beiden Seiten nicht. Also wäre da keine Gefahr gewesen. Aber man kann ja nie wissen. Also lieber auf Nummer sicher gehen. Zumal das Opening nicht wesentlich schlechter ist. Man kann natürlich sehr, sehr früh damit Speed erforschen und somit einfach auch vielleicht dann mit Ling frühzeitig angreifen. Wenn man seine zweite Base genommen hat und dann einfach auf Mars Linge investiert und gar nicht so viele Drohnen baut. Oder man ist halt auch einfach sicher, wie gesagt, am Anfang. Und kann dann jetzt auch die Queens nehmen, um dann gleich viele Larven zu holen. Und somit ist es auch nicht so ein großer Nachteil. Man hat natürlich dann ein bisschen weniger Mine direkt an der zweiten Basis. Es dauert ein bisschen länger, bis die Base steht. Aber ansonsten ist das doch ungefähr gleichwertig, ob man jetzt Pool First oder Hedge First nimmt. Ja, wir sehen auf jeden Fall die zweite Basis jetzt auch auf der Seite von Chombraxis. Ein bisschen später als bei seinem Gegner, aber natürlich noch völlig im Rahmen. Was mir gut gefallen würde, wären jetzt hier weitere Queens bei Snowblock ist die erste noch im Bau. Ich hoffe, er baut direkt eine zweite. Und bei Chombraxis hätte ich jetzt auch noch eine zweite ganz gut gefunden. Denn wenn man schon Pool First eröffnet, dann sollte man sich auch eben diesen Vorteil sichern und eben die zweite Queen frühzeitig bauen, damit gleich unten hier injected werden kann, sobald die Hatchery steht und man nicht eben warten muss, bis hier die nächste Queen erschaffen wurde. Denn diese Hatchery macht ja sonst sowieso nichts in dieser Zwischenzeit. Also kann man das gut mitnehmen, die Mineralien dafür wären auch vorhanden. Also das wäre auf jeden Fall was, was ganz gut möglich wäre, auch auf Seiten von Snowblock natürlich, der das Ganze leider auch nicht macht. Der selber hat ein Baning-Nest am Start, zumindest schon halb, baut jetzt ja auch einige Linge. Speed-Upgrade bei beiden ungefähr gleich weit, hier bei 50 Sekunden von den 79. Warum ist das eigentlich 79 Sekunden lang? Wer hat sich das denn ausgedacht? Also manchmal weiß ich ja nicht. Aber das ist hier bei allem so. Das liegt, glaube ich, einfach an der Hotzeit, die früher da war. Ich habe auch gesehen bei dem Replay, was hier Silvester lief. Da ist ja bei ungefähr 43 Minuten das umgesprungen und hat hier eine führende Null quasi gemacht. Das lag, glaube ich, auch daran, dass, wenn man das in Hotzeit aufrechnet, dann die Stunde um gewesen wäre. Ich glaube, da ist einfach in den Variablen noch was so eingestellt, dass nach 43 echten Minuten da beim Timer quasi die Stundenanzeige zugefügt werden muss, nur dass es eben keine Stunde mehr ist, weil ja inzwischen das alles in Echtzeit angezeigt wird. Für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, früher in Night of the Swarm ging die Uhr nicht so, wie sie jetzt hier geht, in Echtzeit, sondern ein bisschen schneller und somit war die eine Stunde schon ein bisschen schneller erreicht. Aber ich glaube, das sollte in diesem Match nicht so problematisch werden. Wir sehen hier einige Linge von Snowblock hier an der rechten Seite, so ein bisschen sneaky. Wenn jetzt also hier Chombraxis über die Map rennen würde, dann könnte ihr Snowblock den Konter starten. Er baut ja auch Banelinge. Trotzdem ein bisschen weit weg, finde ich. Also es hätte mir besser gefallen, wenn er es hier so genau, da wo er jetzt steht, machen würde. Aber naja, so viel macht das jetzt auch nicht aus. Wir sehen die Queen von Snowblock, versucht den Overlord abzuräumen. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Dann wäre nämlich Chombraxis hier extrem Supply-Block. Der ist jetzt hier schon Supply-Block gewesen. Und wenn er jetzt hier den Overlord nochmal abräumt, ist er jetzt hier wieder Supply-Block. Hat jetzt nochmal den Overlord quasi bekommen, aber wieder der Supply-Block, weil eben hier die Overlords fehlen, die weiteren. Hätte einen mehr bauen müssen. Ich hoffe, das fällt hier Chombraxis auf. Beide jetzt hier ungefähr gleich unterwegs. Chombraxis hat mehr Linge, dafür haben wir halt Banelinge am Start bei Snowblock und wir wissen alle, wie viele Banelinge so ausmachen können. Wenn die jetzt hier gut connecten in die Linge, dann wird das sehr, sehr schwierig. Chombraxis sieht das aber hier frühzeitig mit seinem Overlord. Die Frage ist, wie reagiert jetzt? Die ersten Roaches sind sogar schon am Start. Die Banelinge hauen aber hier ganz gut rein, machen hier guten Schaden gegen die Linge, dennoch die Roaches halten Stand. Linge wurden hier besser abgetradet, würde ich mal sagen. Mit Snowblock, genau, wir sehen jetzt hier auch Chombraxis hat ein bisschen mehr verloren. Aber die Roaches, die stehen hier eben halt wie ein Fels in der Brandung. Wir sehen auch eine Evolution Chamber, damit können die gleich upgradet werden. Wir haben auch schon Leertech am Start. Das heißt, Road Speed konnte direkt erforscht werden. Auf der anderen Seite ist das noch nicht der Fall. Und worker-technisch ist Snowblock vorne. Der hat halt eben am Anfang nicht in diese Riesenarmee investiert, deshalb war halt Chombraxis hier im Army Supply auch vorne.
Dafür aber eben entronen. 40 zu 25. Das ist ziemlich wenig. Die Queen jetzt hier auch erst da an der Natural. Das ist auch ziemlich spät. Deshalb viel weniger Larven bei ihm zur Verfügung gewesen, um eben auch weitere Drohnen zu bauen. Bei hier oben hätten wir nochmal 5 Stück. Die hätte ich jetzt gerne gesehen in Drohnen. Leider baut er aus den meisten davon Roaches. Fällt mir nicht so. Hätte lieber ein paar mehr Drohnen, denn diese Drohnen, der wird sich sehr, sehr stark bemerkbar machen. Wir sehen es hier 1800 zu 1200. Der Schlüssel ist einfach immer hier vernünftig eine Anzahl an Drohnen zu haben. Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass der Gegner angreifen kann. Man braucht eine Armee, die stark genug ist, um einen All-In eben zurückzuhalten. Das kann man am besten machen, wenn man hier tatsächlich auch einen Overlord postiert. Im ZVZ ist das immer sehr, sehr gut. Die können erst abgeräumt werden mit Ravagern, wobei man Ravagern auch schon ausweichen kann eben, wenn die ihre Beil setzen. Und dann mit Hydras oder Mutas. Aber wenn man so weit ist, dann hat man auf jeden Fall schon Vorteil aus dem Overlord ziehen können. Also einfach den ersten Overlord, also erstmal hier einen Overlord postieren. Wobei im ZVZ kannst du die eigentlich sogar direkt hier und da postieren an diesen Rams und dann erst anschließend welche nach vorne schicken. Dieser Overlord zum Beispiel gefällt mir ganz gut. Der sieht nämlich hier, ob eine dritte genommen wird. Der ist ganz gut dabei. Aber wie gesagt, noch wichtiger finde ich diesen hier, um eben zu sehen, ob ein Angriff hier kommt. Snowlock hat die dritte jetzt schon quasi durch, hat hier defensiv 3 Spinecaller gebaut. Er hat ja auch einen Roachworm im Start, hat die ersten Roaches jetzt auch im Bau. Allerdings noch ohne Upgrade. Bei Tom Brakes sehen wir den Spire. Der hat hier zwar ein paar Roaches, hat auch ein Speed-Upgrade, also schon ziemlich viel Gas in seine Roach-Armee investiert, möchte jetzt aber trotzdem nochmal mit Mutas weitermachen. Wir sehen hier das erste Gas an der Natural im Bau, das dritte Gas insgesamt. Ist ja auch schon bemeint oder soll direkt bemeint werden. Ein paar Drohnen sind jetzt endlich dazugekommen. Er hat jetzt endlich hier 11 auf den Minerals, 3 in einem Gas, aber trotzdem hier 36 zu 48. Das ist hier halt schon deutlich bemerkbar. Jetzt ist halt auch die dritte Basis hier bei Snowball am Start. Der hat hier noch leider ein paar Worker rumstehen, aber trotzdem sieht das hier sehr, sehr gut aus für ihn. Er muss natürlich eine Antwort haben auf die Mutas. Aktuell hat er weder irgendwie Hydras oder so am Start, noch stehen hier Sporecrawler. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt, den er braucht. Auch diese Evolution Chambers, die sind hier sehr, sehr... was ist denn das deutsche Wort dafür? Exposed wollte ich jetzt sagen, was ist denn das deutsche Wort dafür? Liegen auf dem Präsentierteller, könnte man schön umschreiben. Wenn also jetzt hier die Mutas von der Seite kämen, könnten hier die einfach rausnehmen, selbst wenn hier ein Sporecrawler stünde, was aktuell nicht der Fall ist. Den braucht er. Er braucht definitiv hier etwas, um eben zu sehen, um eben hier die Mutas abzuräumen. Zu sehen hier, was am Start ist, versucht er mit diesem Overseer, versucht nach Hidden Bases zu scouten. Mir hätte es allerdings wesentlich besser gefallen, wäre einfach mal in die Main Base geflogen. Hätte eben diesen Spire gesehen. 6 Mutas jetzt im Bau. Hydra denn auf der anderen Seite hier von Snowblock. 10 Worker gebaut nochmal von Snowblock. Der hier ein bisschen zu sehr die Bank aufgebaut hat. Ist leider auch gleich Supply blocked. Beides Sachen, die natürlich nicht so gut sind, wenn man gleich angegriffen wird. Ich hoffe, er baut jetzt gleich Sporecrawler. Wenn er die nicht baut, dann wird das sehr, sehr schwierig hier, das Ganze zu verteidigen. Dann könnten einige Drohnen fallen. Er hat natürlich jetzt den Hydra, dann könnte also Hydra spawnen, aber wenn die Hydras auch aus verschiedenen Stellen so langsam angetröpfelt kommen, dann können die auch noch eben rausgenommen werden. Hydras sind halt eben erst in der großen Menge stark, in der Gruppe, im Schwarm sozusagen, eben das, was hier auch den Spielstil von den Zerg ausmacht. Ja, die ersten 7 Mutas sind jetzt hier. 2 weitere werden gebaut. Er sollte sich nicht zu sehr Zeit lassen hier, bis er die Mutas auch vorne in den Kampf einsetzt, weil wenn das dann doch irgendwann gescoutet wird von Snowblock oder er einfach sicherheitsmäßig hier Sporecrawler baut, dann sind die Mutas nicht mehr so stark. 2 Linge von Tom Brock ist jetzt hier nach vorne geschickt. Der scoutet die Armee, sieht hier relativ viele Roaches, relativ viele Linge. Sollte sich allerdings nicht so viele Sorgen da machen, wenn er nur das sieht. Das hier ist dann schon wesentlich entscheidender, denn nicht die dritte Basis, die steht immer noch nicht hier bei Tom Brock. Er hat auch relativ viele Ressourcen. Er scheint hier mit seinen Mutas direkt frontal angreifen zu wollen. Das ist eigentlich nicht so das, was man normalerweise mit Mutas macht. Wir sehen jetzt hier die dritte Basis an einer sehr, sehr interessanten Stelle. Da würde ich sie auf jeden Fall nicht direkt vermuten. Jetzt geht es hier drauf. Die Roaches nehmen sich dem ersten Spinecrawler an. Der zweite fällt auch direkt. Die Mutas natürlich jetzt hier in dem direkten Fight eigentlich nicht so das Beste. Im Fight möchte man Mutas eigentlich nie haben. Die traden nicht gut gegen die Hydras. Und selbst die Roaches, die können sie nur so ein bisschen ankitzeln, weil sie eben relativ viele Hitpoints haben, die Roaches. Eigentlich möchte man mit den Mutas nur einen Eco-Schaden machen und währenddessen dann sich einen Vorteil erspielen, um eben mit einer größeren Roach-Armee dann rüber-roachen zu können. Aber diese Mutas würde ich mal offiziell als Fehlinvestition hier einschätzen, so wie sie zumindest eingesetzt wurden. Hier bekommt er immer noch mal eine Queen und jetzt nochmal ein paar Kills. Okay, diese 4 haben sich vielleicht dann noch gelohnt. Jetzt allerdings weitere Hydras gespawnt. Diese beiden Drohnen haben leider auch überlegt. Wir haben jetzt hier sogar einen Lurker-Ding am Start. Ich glaube, der wäre sehr, sehr gut, wenn Snowblock den gleich nutzen würde. Denn wir haben hier defensiv bei ihm gar nicht so viel. Wir haben 2 Spinecrawler und ein paar Roaches.
Nur darf Snowblock sich jetzt nicht jetzt zu sehr overcommitten, denn hier stehen doch dann, wenn ihr nur mit der Hälfte der Armee angreift, zu viele Einheiten. Die stehen sich jetzt hier quasi gegenüber und betrachten sich. Jetzt geht es hier in den Fight, der Spine Crawler haut auch nochmal mit rein. Aber die Hydras, die stehen alle noch hier hinten rum. Wenn die mit im Fight wären, dann sieht das hier ganz anders aus. Wir sehen, aktuell ist Snowblock vorne, was das Supply angeht. Und dann darf man noch nicht vergessen, dass ja noch einige Mutas dabei sind. Aber wenn jetzt hier die gesamte Armee angreifen würde, dann sieht das hier wesentlich besser aus. 2-2 bei Snowblock durch, bei Tombraxis nur 1-1. Das macht sich auch bemerkbar. Aber diese Rotos können jetzt hier mehr abgegriffen werden, weil nur die Hälfte der Armee von Snowblock gekämpft hat. Inzwischen ist der Worker-Count fast ausgeglichen. Immer noch eine leichte Führung für Snowblock. Leider bemeint er aber trotzdem nicht die dritte. Das heißt, wir haben vermutlich hier in der Main eine starke Übersaturierung. So sieht es aus. 15 Worker hier. Jetzt hat er es gemerkt und zieht diese Worker rüber. Wird sie hier direkt an die dritte schicken. Ich glaube, Snowblock vermutet nicht, dass da die dritte steht. Höchstens, dass hier eine steht. Dass irgendeine steht, ich glaube, da sollte er sich schon Gedanken drüber gemacht haben, weil er selber hat ja auch eine. Könnte jetzt gleich auf die vierte gehen, er darf nicht vergessen, er hat gleich auch hier Probleme mit der Main, denn die ist gleich leer. Hivetech kommt jetzt schon dazu, könnte dann natürlich 3-3 erforschen oder eben den Tech-Switch, je nachdem, was er haben will. Ist es vieles möglich. Hydras könnte ja auch in Lurker verwandeln, das hat er bisher noch nicht gemacht. Ja, jetzt scheint sich das Ganze hier ein bisschen zu beruhigen. Wir haben halt keine einzige Roach mehr bei der Armee von Snowbike, jetzt kommen übrigens die Lurker dazu. Wie gesagt, hätte er, glaube ich, mit einem direkt angegriffen mit Roach Hydra oder hätte er noch ein bisschen gewartet, ein paar Lurker gebaut und dann mit einem angegriffen, dann wäre das wesentlich stärker gewesen. Dann hätte er das Spiel auch schon vorher beenden können. So hat er leider mit der Hälfte angegriffen. Mit der Hälfte stand er hinten rum und hat gegen diese vier Mutas seine Hydras hin und her geschickt. Das war aber dann leider nicht das Effizienteste, was er machen konnte. Trotzdem führt er jetzt hier deutlich. Supply Technical ist zwar ausgeglichen, weil hier nochmal 10 Roaches von Tomrax zugeschmissen wurden, aber wie gesagt, upgrade-technisch deutlich vorne. Hivetech ist jetzt auch gleich durch, kann also gleich mit 3-3 durchstarten. Und eben armeetechnisch, wenn wir uns den Army-Value anschauen, sollte hier Snowblock auch deutlich führen, so sieht's aus. 3600, 2000 zu 3800, das liegt natürlich zum Großteil hier an den Lurkern. Aber ich glaube auch nicht, dass hier wirklich Tomrax eine Antwort auf die Lurker hat, es sei denn, er schafft es irgendwann auf Ultralisten zu kommen, aber das sieht noch in weiter Ferne aus. Auf der anderen Seite dagegen, da sehen wir hier die Ultras des Kevin im Bau. Er möchte also hier scheinbar schon auf Ultras gehen. Ist natürlich was, was andere Upgrades erfordert, als die er bis jetzt gebaut hat. Beziehungsweise das defensive Upgrade ist natürlich dabei in Ordnung. Das offensive allerdings nicht. Was für Basen hier Tombraxis nimmt. Warum denn nicht einfach die dritte, die hier quasi eigentlich standardmäßig genommen wird, sondern hier Basen, die ein bisschen weiter weg sind. Naja, Snowblock hat auf jeden Fall jetzt auch die vierte genommen. Ob ich jetzt hier auf die Roaches warten würde, ich glaube, auf die Ultras warten würde, ich glaube eher nicht. Er hat eine ganz gute Armee. Sollte er gleich mal ein bisschen antesten. Sollte natürlich immer so ein paar Lurker schon mal eingraben, damit er sich sicher dahin zurückziehen kann. Denn gegen Lurker sicher zu traden als Roach-Spieler, das kann nicht funktionieren. Gegen diese Lurker braucht man entweder halt Ultralisken, die halt wesentlich mehr aushalten. Oder man greift einfach am besten gar nicht an. Das ist, glaube ich, das Allerbeste. Sondern rennt einfach außen rum und versucht den Base-Trade zu spielen. Oder man hat halt selber Lurker am Start. Wir sehen jetzt, Tombraxis hat sich hier selber eingegraben. Davon weiß Snowblock nichts. Das kann gefährlich werden. Jetzt greift sich hier allerdings Tombraxis aus. Wir haben allerdings keine Detection so richtig am Start. Hier ist zwar ein Overseer, aber die reicht halt nicht aus. Und Snowblock hat hier jetzt quasi den Weg abgeschnitten. Oh, das ist sehr, sehr teuer, was hier Tombraxis gerade macht. Das kann nicht funktionieren. Seine Armee schmelzt hier dahin. 8000 Ressourcen verloren zu 5000. Da wird hier nochmal ein freundlicher Gruß rausgegeben und das war's, da ist der Sieg für Snowblock, der damit das Spiel gewonnen hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig eigentlich ausgesprochen mit Snowblock. Das war beim letzten Mal, glaube ich, eine Diskussion. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie ausgegangen ist. Naja, ich sag mal Snowblock, das wird wohl ungefähr passen. Hoffe ich zumindest. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.